Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, packed up every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever hier auf dem wunderschönen Kanal. Ich hoffe mal, dass heute alles gut geht, denn es gibt ein kleines Problem. Mein Aufnahmeprogramm sieht irgendwie nicht richtig meinen Bildschirm an, also meinen Gaming-Bildschirm an. Ich habe gedacht, gut, so scheiß drauf. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen was aufnehmen. Ich weiß nicht, was ich euch letztes Mal irgendwie mal gezeigt habe. DTGV ist mal das Spiel weg. Ich habe tausende von neuen Fahrzeugen hier. Hier ist ein Gewimmel wie sonst nirgendwo was. Es sieht richtig, richtig geil aus. Die Fahrzeuge wollen alle jetzt zur Arbeit fahren, wo man eigentlich auch schon Haltestellen bauen müsste. Und. Leute, es ist einfach, das sieht ja schon alleine geil aus. Aber noch besser geht es natürlich in Neu-Ulm zu. Neu-Ulm, da fahren die Fahrzeuge rein, fahren wieder raus. Immer so schön nach und nach. Das geht rucki zucki. Hier ist immer Verkehr los und ich finde das sowas von sexy, sowas von geil. Wie gesagt, wir haben hier so viele verschiedene Fahrzeuge. Ich bin meine, ich habe ein paar Parts gelöscht die letztens. Und ich sage jetzt mal, mir ist es eigentlich so gut wie egal, weil mir gefällt es trotzdem, ich wollte euch das zeigen. Wir haben aber immer noch das Problem, was ich nicht gelöst bekomme. Im Moment nicht. Im Moment geht hier der Treibstoff weg, wird nicht nur hierhin geladen, das ist schon mal gut, das finde ich sehr gut. Problem nur ist das Essen. Was hier jetzt abtransportiert bzw. geholt wird, sagt mir so, nee, da ist irgendwas, da ist zu wenig. Hier sehe ich, wir haben hier zu wenig Fahrzeuge, aber wir haben ja auch noch die alten Fahrzeuge, Halleluja. Also hier müssen wir mal wechseln. Nur ich frage mich, wo die eigentlich dann hinfahren, weil haben wir hier, mal das. Okay. Das werden wir mal kurz in diesem Part machen und ich werde in diesem Part werde ich eigentlich gerade jetzt mal nicht schneiden, weil mein Computer irgendwelche technischen Problems hat. Finde ich. Oder es ist einfach so, dass mein Computer einfach sagt, jo, du da, ich ficke dich mal richtig hart in dein Arschloch. Und da geht einfach irgendwie nichts mehr. Beziehungsweise ich kann nicht ordentlich schneiden. So, Essensschiff Todesfelde ist die Strecke. Okay, so. Dann wollen wir mal wegschicken und ins Depot. Weil, ich weiß nicht, ich kann nicht ordentlich schneiden, ich kann nicht ordentlich aufnehmen. Mein Computer sagt, du bist extrem voll. Ich leck mal extrem rum. Klar, ich habe hier tausende von Fahrzeugen jetzt drauf. Dann, das ist schon okay. Ist natürlich schon eine Sache für sich selber. Aber, ich sage jetzt mal, davon abgesehen ist es trotzdem, irgendwas stimmt im Hintergrund nicht mit meinem Computer. Und ich weiß nicht was. Ihr müsst ihn bestimmt komplett neu aufsetzen und alles. Nur die Lust darauf ist einfach überhaupt nicht. Ich möchte meinen PC ungern neu aufsetzen. Und komm, wir nehmen jetzt so eben. Warum soll ich mit 4 Abteilen nehmen? Das ist doch sinnlos. So. 2 noch davon. Wir hätten natürlich aber auch einen Sperrlaster holen können. Und wir holen noch uns einen suchen wir uns noch. Die Beschenker, lassen wir noch einmal die Beschenker rumfahren. Die freuen sich doch auch mal, wenn sie noch mehr Arbeit hier bei uns haben. So, und die gehen jetzt alle auf Essen. Schiff, Todesfelde. Das muss mehr angeregt werden. So, weiter geht's. Da kommen sie an. Klar, jetzt haben wir hier noch so eine 0815 Strecke. Oder beziehungsweise noch Holz und ja. Auch mit dem Bahnhof 4, mit dem Güterbahnhof 4 ist natürlich noch scheiße. Ich lasse es mal trotzdem so. Und 20 kann man, nee, das kann man ja keinen antun. Die können ja schon 100 fahren. Dann machen wir ja große Landstraße außerorts. Und da bauen wir hier mal schnell alles aus. Ich glaube, das klappt doch schon, wenn wir das mal schnell machen. Oder auch nicht. Dann machen wir mal schnell die Straße löschen. So.
Ja, und ihr merkt auch hier beim Hin- und Herziehen, irgendwas stimmt da nie. Irgendwo sagt da mein Computer, nee, da ist irgendwas. Nur leider finde ich nicht heraus, was es sein soll. Und mit meinen Einnahmen bin ich theoretisch gut zufrieden. Ich bin aus meinen Schulden raus. Ich habe trotzdem sehr, 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 sehr viele Fahrten, die irgendwie einfach nur Minus machen. Aber dafür auch, machen wir mal kurz alle rein. Dafür aber auch hier jetzt 2 Millionen plus Baumstämme, Bretter. Die ganzen Baumstämmsachen, die bringen so unendlich viel Geld. Wenn man überlegt, damals haben wir unser Geld mit anderen Sachen gemacht. Das ist doch schon krank und geil. So. Was haben wir hier? Die holen auch viel zu wenig ab. Deswegen. Gut, okay, das erklärt natürlich einiges. Was haben wir jetzt hier für ein Schiff? Wir haben hier wieder das Essen. Vielleicht wird aber auch das Essen nicht drüber geschippt, weil gesagt wird, okay, die anderen Städte sind wichtiger. Und jetzt können wir nochmal gucken. Das ist jetzt ein Treibstoff. Und das Treibstoff wird drüber transportiert, weil jetzt gesagt wird, okay, pass auf, wir brauchen Treibstoff auch auf dieser Strecke. Deswegen nehme ich ab und zu mal auch hier ein kleines bisschen Geld ein. Viel zu wenig, man sehe und staune. Aber wir haben jetzt 41 von 153, viel ist es nicht. Und es müssen einfach viel mehr Schiffe hier lang fahren. Das ist unser Problem. Mit der Stadt hier hinten wollten wir ja eigentlich alles fertig machen. Das einzige Problem ist das Essen. Es wird kaum noch Essen transportiert. Dann wollte ich mich an diese ganze Linie jetzt ranwerfen. Da von hier oben ja auch ein paar Waren abgehen, wie die hier jetzt zum Beispiel. Und die aber auch runter müssen und das Essen aber auch hin und her transportiert werden muss und sowas. Müssen wir mal jetzt was Neues machen. Also wir müssen hier mehrgleisig jetzt alles irgendwie langsam ausbauen, damit es sich lohnt. Das heißt, hier hoch bauen wir jetzt mal kurz mehrgleisig aus. Machen wir das zweigleisig. Geht nicht, okay. Dann müssen wir mit einem eingleisigen arbeiten. Das kriegen wir glaube ich auch hin, denn wir sind der Mensi und irgendwie wird das schon gehen. So. Ja, Vorproduktion. Das Wort gibt es ja bei mir, glaube ich, fast nur noch im Wortschatz. Also es ist wieder so, dass ich mit meinen Eltern war und jetzt wieder keine Zeit habe und jetzt wieder auch ganz viel los ist in meinem fucking Life, wo ich mir sage, jo, mein Leben fickt mich. Es will mich einfach nur noch ficken. Deswegen ist wieder Vorproduktion angesagt. Ist das eine Strecke? Ja, sieht von oben ein bisschen scheiße aus. So. So, mal gucken, wie wir das hier machen. Wenn wir sagen, ab hier geht alles zweigleisig los. So, Party Art. Am besten, ich fahre erstmal die Fahrzeuge hier nach ins Depot. Weil wir haben ja hier zwei Fahrzeuge. Und den schicken wir mal ins Depot und verkaufen den. Und den anderen müssen wir auch schicken. Da können wir auch noch mal so einen Mix. Aber wir haben ja eigentlich die Mixes. Wir fahren den erstmal ins Depot. Und den fahren wir dann auch gleich ins Depot. Und dann müssen wir uns mal ein bisschen logisch überlegen, wie will man das jetzt eigentlich umbauen. Was ist das für ein Zug? Essen, Neu-Ulm. Habe ich was verpasst? Hab ich das schon was umgebaut? Nee, in Essen neu. Nee, den drehen wir mal aber auch bitte. Hier müssen wir nur ein Fahrzeug haben, genau. Den schicken wir mal bitte ins Depot und den schicken wir mal bitte auch ins Depot. Und jetzt muss ich mal concentrated überlegen,
Wir wollen ja die erste Stadt wollen wir jetzt komplett ausbauen. Alles fertig haben. Das war ja fest bei uns. Wir haben das, haben da ja gesagt, okay, das wollen wir so machen. Das heißt, wir brauchen die Strecke und die blaue Vieh-Essen-Strecke. So, stopp. Schließen, 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 öffnen. So, dann haben wir Zug 5. Den verkaufen wir mal komplett. Wir verkaufen den auch komplett. Der hier ist nur auf Essen und ein bisschen Dings ausgelegt. Den legen wir mal komplett auf Essen aus. So. Essen. Essen. Und der darf die Linie Essen-Neu-Ulm fahren. Ja. Machen wir mal kurz Farben vor, gelb. Damit wir mal mehr sehen. So, der fährt dann hier rüber. Hier geht es ja wieder zurück. Das heißt, hier muss es auf das Gleis rüber gehen. So. Dann brauchen wir hier ein Signal. Dann brauchen wir Speichersignal, genau, richtig. Das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Das. Gut, hier haben wir ja eigentlich alle. Dann brauchen wir, ich sag jetzt mal mitten so auf der Strecke, braucht man noch. Das war falsch. So und. Das Signal löschen, bevor wir das vergessen. Am Ende haben wir noch technische Probleme. So, und dann geht das hier einfach Signal. So. Vielleicht machen wir noch hier. Und vielleicht hier nochmal. Dürfte, glaube ich, reichen. So. Ja. Essen-Neu-Ulm. Gelbe Strecke. Der fährt auf der Strecke hin und her. Genau. Passt. Dann brauchen wir Fahrzeuge, die nur für das Abholen von der Ware hier drüben ist. Lokomotiven. So, was holen wir uns da eine? Wir holen uns da. Ja, ist die Frage, wir haben hier, die sollten auch geschwindigkeitsmäßig auch gleich sein. Die damit vorne durch 160. Nehmen wir mal 260 km/h. Waggons. Wir nehmen jetzt. Wir brauchen Vieh, wir brauchen Vieh, wir brauchen Vieh. Wo ist das Vieh? Lebensmittel, Lebensmittel. Nehmen wir eben das Getreide. So. Da können wir vielleicht ein bisschen durcheinander machen. 1, 2, 3. Nochmal ein bisschen hier Getreide. 1, 2. 1, 2, 3. Können vielleicht noch ein bisschen Vieh mitnehmen. 1, 2, 3, 4. Nochmal ein bisschen Getreide. 1, 2. Und Getreide 1, 2. Ich mache vielleicht noch einen Abschluss hin. 320 Meter sind die Bahnhöfe, richtig? Dann löschen wir einen von denen hier so. Dann können wir eigentlich den hier wieder löschen, weil dann kann man nämlich den zu kopieren, genau. Und das sind jetzt die Viehessen. Wobei es jetzt natürlich mehr ist als nur Vieh, aber da sehe ich mal kurz drüber hinweg. Ja, und ihr seht auch hier, was ich meine mit dem bisschen rumbacken, decken oder was auch immer.
Meine Mäuse sind wieder sehr aktiv, die wollen irgendwie abhauen. Ich hoffe, das passiert nicht. So, Lokomotiven. Dann holen wir uns nochmal Dynamit, damit Deutschland vorne bleibt. Ach, wir holen uns die Regio. Nicht genügend Geld. Ja, gut, dann leihen wir mal kurz. Wir wollen das kurz in diesem Part fertig kriegen. Wir haben eh das Geld irgendwann mal wieder drinnen. So. Damit Deutschland vorne. Die normale BR 146. Dann gehen wir auf die Wagen, genau. Und jetzt brauchen wir. Ach komm, wir mischen erstmal ein bisschen was. Wir brauchen ja von allem irgendwie was. Oh, was haben wir hier oben noch? Hier oben haben wir nichts mehr für uns. So, genau 320 Meter, das passt. Jetzt brauchen wir einen gesunden Mix zwischen Maschinen und Werkzeug. Ich hoffe mal, das passt sogar, dass so ein gesunder Mix entsteht. Das wäre sehr, sehr nice. Halt falsch rum, so rum müssen wir scrollen. Squad, genau. So, Maschinen noch ein bisschen. So, ist das Zeug jetzt erstmal unten? Das ist schon mal gut. Und was dann weiter passiert, da müssen wir dann später mal überlegen. Weil dort unten wird sich das Zeug ansammeln an dem Depot. Was sagt der Zug jetzt? Dass wir nochmal Maschinen nehmen müssen. Und das passt genau. Das war gut geschätzt. Das war noch nicht mal ausgerechnet. Das passt. Und dann braucht man jetzt eine neue Linie. Und zwar, gut, eigentlich könnte man die auf die gleiche Linie wie Dings setzen. Aber machen wir mal nicht so. Das soll hier. Und hier hinfahren. So. Und das ist dann die Maschinen. Ja, was ist denn das? Maschinen. Riedbach. Riedboch. So. Halt, stopp. Wir wollen natürlich unsere Züge rausfahren sehen. Und hoffen natürlich, dass die jetzt Geld einnehmen, zurückzahlen. Aber wir können natürlich nicht zurück. Wir sind natürlich im Minus. Das habe ich auch so gedacht. Eigentlich wollen wir jetzt wirklich so langsam rausfahren lassen. Das ist natürlich jetzt eine Elendqual, hier die ganze Zeit hinterher zu schauen. Wir beschleunigen mal das Ganze kurz. Sehr, sehr schön. Den Zug habe ich auch zum ersten Mal draußen, damit vorne in Deutschland bleibt. Also der ist selber für mich ein bisschen neu. Ich finde auch den Sound finde ich geil. So, und jetzt kommt unser Maschinenzug, der wieder so ein bunt gemischter Dreckshaufen ist. So ein typischer Zug, finde ich, und nicht alle Standardwagen. Wir haben alles. Wir haben hier DP, wir haben Deutsche Bahn, wir haben Revo, wir haben Miele, wir haben alles. So. Und die fahren uns jetzt hier weg. Okay, fahren uns nicht direkt genau weg. Mir gefällt das, so der Abstand, der ist schon okay. Ist hier unten schon Zug? Ja. Bin ich so bescheuert gewesen jetzt im Kopf? Achso, nee, das ist richtig. Ja, gut, alles gut.
Es ist richtig rum. So, in der Zeit, wo der bläht, kommt der sogar erst an. Und das ist sehr gut, finde ich. So von der Abpassung. Und dann fährt der jetzt hier los. Wenn der dann über dem Signal komplett rüber ist, genau, passt. Da haben wir dieses Port, diesen Port relativ gut was geschafft. Freut mich. Ich glaube, ich habe euch hier noch nicht den Schwerlaster. Der war nämlich hier. Hier haben wir unseren Schwerlaster, der nur Waren mitnimmt in die Stadt. Da ist so viel Verkehr los. Das gefällt mir. Sowas gefällt mir richtig gut. So, und dann müssten wir ja eigentlich die Stadt hier gut wie soll man das sagen? Ausgelastet. Also es gibt natürlich noch Waren, die natürlich bedeckt werden müssen. Da müssen wir uns ransetzen. Die Nahrung, die kommt jetzt wieder. Der Treibstoff, der kommt noch und nach wieder. Da müssen wir vielleicht noch in Zug drauf, in Schiff draufsetzen. Weil Massen haben wir ja da. Und es sollen sehr viele Fahrzeuge wechselt. Bin ich nicht dafür. Vor allem die bunten, die möchte ich ungern wechseln, weil man kann ja nur eine Art machen. Das ist eben die Scheiße. Aber hier kommt ja schon wieder mit 14 Waren. Viel zu wenig. Wir brauchen auch hier sehr, sehr viel. Wir brauchen hier Bretter. Wir brauchen... Uns fehlt es an Plastik. Und wo kriegen wir das Plastik her? Ich weiß es nicht. Oder eben Stahl. Aber ich glaube, da kümmern wir uns nächstes Mal drum. Wenn euch der ganze Mod gefallen hat, gebt mir noch einen. Wenn ich den noch einen schreibe, dann könnt ihr auch... Ciao, ciao.